Natur kennt keine Grenzen. Sie hat uns die Globalisierung vorgemacht. Heute werden Waren, Informationen oder Schadstoffe weltweit verbreitet. Seit Ewigkeiten schon trifft das auch auf Organismen zu. In nie gekanntem Ausmaß gelangen gegenwärtig Tier- und Pflanzenarten, absichtlich und unabsichtlich, in Regionen, in denen sie bisher nicht vorkamen. Einige dieser Arten fügen sich harmlos in die neue Umwelt ein. Andere verändern sie gravierend. Massiv beeinflusst werden funktionierende Ökosysteme, wenn tierische Räuber in sie einwandern, besonders auf Inseln. Unerwartet und unbemerkt durchquerte er 2001 den Beagle-Kanal zwischen Argentinien und Chile, der ursprünglich aus dem fernen Nordamerika stammende Mink. Sein Eindringen auf der Insel Navarino, kurz vor Kap Horn, ist ein biologisches Phänomen. Denn bislang gab es hierzulande keine Raubsäuger. Aus den USA wurden Tausende dieser Marderart ihres edlen Fells wegen auf argentinische Pelztierfarmen gebracht. Das war vor fast 100 Jahren. Einigen gelang die Flucht. Auf der Suche nach neuen Jagdrevieren ist der Mink inzwischen bis in den südlichsten Zipfel der bewohnten Erde vorgedrungen. Seine Entdeckung nahe Puerto Williams alarmierte Naturschutz und Wissenschaft. Elke Schüttler vom Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle untersucht das Ausbreitungspotenzial des Neuinsulaners. Der Gouverneur der südlichsten chilenischen Provinz schätzt ihre Arbeit als äußerst dringlich ein. Es sind diese Arten, die exotischen, die uns aufzeigen, welche Fehler wir begehen, wenn wir ihre Ausbreitung in so ursprünglichen Zonen zulassen. Denn sie sind schädlich. Und der Mink ist in der Tat eine große Gefahr für die lokale Wirtschaft und Umwelt. Wir müssen das Ökosystem der Inselwelt bewahren. Es ist sehr empfindlich und zerbrechlich. Der Mink, er ist, wie wir gerade auch von Elke lernen, ein Top-Jäger, ein Räuber der Extraklasse, der vor allem die einheimischen Vogelarten in katastrophaler Weise befällt. Um die tatsächlichen Gefahren für die sensible Inselnatur zu ermessen, wendet die Biologin aus Deutschland verschiedene Methoden an. Eine heißt Fangen. Immer wieder ist sie auf Achse, um auf ihren Untersuchungsflächen an Küsten und Flüssen Fallen zu stellen. Ihre Arbeit ist Teil des deutsch-chilenischen Gemeinschaftsprojekts BioConchil, das sich vor allem mit Naturschutz und Ökonomie auf dem Feuerlandarchipel beschäftigt. Es wird überwiegend vom bundesdeutschen Forschungsministerium finanziert. Elke Schüttlers Ergebnisse fließen direkt in das biologische Kontrollprogramm für Navarino ein, das vom chilenischen Landwirtschaftsministerium aufgelegt wurde. Der Mink, wissenschaftlich Mustela vison, braucht die Wassernähe. Und natürlich weiß die Biologin, dass der Nahrungsgeneralist auch gern Fisch frisst. Die Jägerin jagt den Jäger. Sie stellt halt die Fallen, um herauszufinden, wie viele Minke ungefähr in einem bestimmten Gebiet vorkommen. Und die funktioniert so, dass hier ein Trittbrett ist. Und das ist eben hier verbunden mit einem Mechanismus. Also wenn der Mink eben den Fisch sieht, auf das Trittbrett tritt und das dann runtergeht, dann geht hier vorne die Tür zu. So. Halt auf dem Bauernhof an der Gerico-Bucht. Zu Schüttlers Doktorarbeit über den Mink gehören nicht zuletzt Interviews mit der einheimischen Bevölkerung. Oft mit handfesten Überraschungen. Die Bauern bzw. deren Hunde waren die ersten, die den neuen Störenfried entdeckten. Ich habe meine Haushunde, 4, auf den Mink abgerichtet. Die Hunde wissen schon, wenn sie ihn nicht attackieren, dann greift er sie an. Deshalb jagen sie ihn bis zu seinen Erdhöhlen. Es ist ungefähr ein Jahr her. Da hat da hinten nahe der Küste ein Mink sogar einen Pinguin angegriffen. Das wilde Viech hat versucht, den Pinguin am Strand zu fangen. Derartige Informationen sind auch für die Mink-Expertin neu und erstaunlich. Der getötete Stalldieb für die Feldforscherin ein wertvolles Geschenk. Im Labor können die toten Räuber noch einiges verraten.
Einmal unterwegs, ihre 20 Fallen stellt sie im Abstand von 200 Metern auf, sucht Elke Schüttler stets nach konkreten Indizien für das Dasein des Edelmarders. Wie eine Kriminalistin. Jede Fährte, jede Losung, jeder Bau. Was immer ins geübte Auge sticht, wird akribisch registriert. Ah, wow. Wen? Das heißt hier ein Minkbau. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob überhaupt Losung draußen liegt, weil, also um zu wissen, ob er überhaupt in Betrieb ist. Und tatsächlich hier auch. Ah ja, also da liegt ganz viel rum. Und hier haben wir auch was Frisches. Das ist nämlich dann so gelartig. Und hat auch einen ganz besonderen Minkduft. Aus den mitgenommenen Hinterlassenschaften des Minks kann die Spurensucherin später ziemlich exakt herauslesen, von welchen Beutetieren der extrem anpassungsfähige Räuber gerade lebt. In Puerto Williams, im Haus der unabhängigen Umweltstiftung Omorra, werden die eingesammelten Exkremente einer ersten Sichtung unterzogen. In einem provisorischen Labor. Aus den Losungen kann man ganz gut erkennen, was er gefressen hat. Zum Beispiel kann ich hier so Knöchelchen rausholen, Federn, Haare. Und in einer habe ich jetzt eine Vogelzehe gefunden. Also ein richtiges Vogelfüßchen. Da gehe ich dann mit den Losungen an die Universidad de Magallanes in Punta Arenas. Die haben da eine ganz große Referenzsammlung. Und da werde ich dann die Losungen trocknen und eben die Haarteile isolieren und dann vergleichen mit den Skeletten und Federn, die dort haben. Navarino zählt zu den ganz wenigen Winkeln dieser Erde, in denen noch Ureinwohner leben, die Yagan-Indianer. 7000 Jahre fischten sie hier als Kanu-Nomaden. Heute nutzen sie auch die Motorkraft. In der Bucht der alten Korallen an der Nordküste befindet sich einer ihrer angestammten Fischgründe. Heute soll Robalo, ein typischer Küstenfisch dieser Region, eingeholt werden. Da sich die Yagan draußen bestens auskennen, sogar bis zum Kap Horn unterwegs sind, sucht die Doktorandin aus Leipzig natürlich auch zu ihnen Kontakt. Will von ihren Erfahrungen hören, speziell zu Mink. Ich habe bereits 4 Minke beobachten können. Erst neulich, als ich hier meine Netze auswarf, querte gerade so ein Schwarzer diese Bucht. Es ist ein sehr schädliches Tier, das zum Beispiel die Eier der Hühner und auch der Vögel raubt. Nur 6 Fische in 2 Netzen. Keine gute Ausbeute für einen Tag. Ob der Mink, auch ein begabter Taucher und leidenschaftlicher Fischfresser, hier leichte Beute machte? Noch wurde er nicht auf frischer Tat ertappt. Wow, Pepe, Bison. Wow, bueno. Bei Elke Schüttlers Feldaufenthalten gehört das Fallenkontrollieren zum Alltag. Dass ein Mink freiwillig ins Gefängnis geht, ist nicht alltäglich. Schließlich findet er ringsum ausreichend Beutegut. Und auf Navarino kennt er keine natürlichen Feinde, wie etwa den Wolf in Nordamerika oder den Andenschakal in Argentinien. Nach dem Wiegen in der Falle muss der Mink zur Untersuchung in einen Spezialkäfig gelockt werden. Dieser lässt sich nach Belieben verkleinern. So kann das gestresste Tier stillgesetzt und per Injektion betäubt werden. Für 10 Minuten. In dieser knappen Zeit hat auch die Biologin Stress. Sie muss den Kurzzeitschläfer untersuchen, Alter, Geschlecht und Konstitution feststellen und ihn zum Wiedererkennen mit einem elektronischen Chip markieren. So, jetzt taste ich hier zwischen den Schulterblättern. Da ist also ziemlich Hohlraum unter der Haut und da appliziere ich jetzt. Und hier ist die Nummer 408-3052 nach ISO-Standard. Die hier angewandte Fang-Wiederfang-Methode liefert konkrete Daten zur Populationsdichte.
Außerdem zeigen die Farbe der Zähne und der Glanz des Fells Alter und körperliche Verfassung der Tiere an. Eck und dein Häftling, kriegst du einen besonderen Kurs mit? Ja, noch ein Fisch zum Aufwachen. Ein ausgewachsener Mink misst etwa einen halben Meter. Durchschnittlich 1000 Gramm bringt er auf die Waage. Ein leichtgewichtiges Muskelpaket. Dennoch ein Vielfraß. Selbst in Gefangenschaft hält ihn nichts vom Fressen ab. Nach der Stärkung lässt die Biologin das Tier wieder frei. Jeder Wiederfang bringt neue Erkenntnisse.